Hallo Freunde, und wie ihr seht, endlich mal wieder ein Swords and Sandals 2 Emperor's Reign. Ich dachte mir, es ist so gut angekommen bei den Leuten, dann muss ich unbedingt noch eins machen. Gut, ich habe den Sound runtergestellt. Dann fangen wir doch mal an und machen uns einen Charakter, den nennen wir Alrik Grimson, einfach nur, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, und der muss unbedingt so aussehen. So, und ich habe ja jetzt einen kleinen Trick für mich herausgefunden, wie ich besser durchkomme. Vitality und Stamina noch ein und noch ein auf Agility. Und jetzt wollen wir doch, ja. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Wenn ihr unbedingt sehen wollt, was da am Anfang ist, dann könnt ihr euch es ja bei meinem ersten Let's Play, könnt ihr es drin sein, angucken oder halt nicht. Sonst könnt ihr das Spiel auch selber spielen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hoffe, dass euch diese Let's Play gefällt, und dann wollen wir doch mal den ersten Tag Freedom gleich mal genießen und uns einen Dolch kaufen. Boah, der Dolch ist so episch, dass er schon episch ist. Nehmen wir doch mal gleich mal so richtig antoten. Und uns episch Schuhe kaufen. Und uns hier gleich das hier kaufen, das wir uns nicht kaufen können. Boah, boah. Nein. Also, kaufen wir das. Und kaufen wir das nicht, kein Geld für. Aber das hier geht immer, das ist immer so schön billig, und das hier geht auch noch. Und dann raus. Ja, red die doch nicht auf, also nee. Nee. Geht das nicht. Aber warte, nee, weiter schon. Das heißt, Duell. Das erste Duell gegen den Typen ohne Namen. Okay. Er hat einfach stumpf mal keinen Namen. Das hatte ich noch nie. Das ist einfach der Namenlose. So, dann mache ich den jetzt noch auf Strange. Und dann duelliere ich mich doch mal weiter mit Jute. Jute, was schlägst du so? Scheiße, ich hasse dich, Jute. Du Jute-Sack. Also, nee, voll der Jute-Sack. Nein! Das gibt's nicht. Und ich habe mein Geld natürlich noch nicht ausgegeben. Das ist doch ein Mist. Und der hat jetzt auch so viel Rüstung. Was ist das denn? Alter, ich verliere schon wieder. Das ist doch Kacke. Dieser Charakter kann ich eigentlich schon. Alter, was haben die hier für krasse Rüstungswerte? Alter, das kann ich doch gar nicht machen. Verliere ich doch gleich automatisch. Das ist doch absurd. Ich habe ja auch gar kein Geld. Das glaube ich jetzt nicht. Das regt mich jetzt doch ganz schön auf. Das ist total unlogisch, scheiße, und alle haben höhere Rüstungswerte als ich, und was für höhere Rüstungswerte? Das hatte ich ja noch nie. Und jetzt mit einem einzigen steige ich das Level auf. Alter. Woran kann das nur liegen? Überhaupt keine Ahnung. Und jetzt muss ich natürlich gleich. Ah, ich kaufe mir erstmal so ein cooles Schild hier, und die hier könnte ich theoretisch noch bessere kaufen. Und dann geht's ab ins Tournament gegen Usk. Mann, ich habe jetzt so eine niedrige Rüstung. Das müsste schon ein Wunder sein, wenn ich damit den Endboss besiegen will. Den John the Butcher. Ach nee, falsche. Ah. Und wenn ich könnte theoretisch schon an dem hier scheitern, so schlecht wie ich ausgerüstet bin. Ja. Also nee. Es könnte einem ja genauso gut bei einem Lab passieren, dass man zu schlecht einfach ausgerüstet ist. Ja, und jetzt nach den ganzen Aufregen darüber, dass das hier doch alles so dämlich ist, will ich zu dem Gesprächsthema kommen, das ich mir
für dieses Let's Play ausgedacht habe. Und dieses Gesprächsthema nennt sich, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, LARPs. Ja, LARPs sind Live-Action-Roleplays. Vielleicht kennen einige von euch die ja. Ich find's persönlich richtig geil. Habe es jetzt kürzlich entdeckt und werde halt gucken, dass ich dann, wenn ich 18 bin, auch LARPer werde. Ich werde mir höchstwahrscheinlich jetzt schon demnächst gucken, dass ich ein paar vereinzelte Waffen kaufe, um halt zu üben, wie ich schlagen muss und so. Es ist also, dann werde ich mit Leuten trainieren, mit diesen LARP-Waffen, die ja aus Schaumstoff sind, damit man sich damit halt nicht gegenseitig verletzen kann. Und dann gibt es diese riesigen Cons, auf denen sich dann die LARPer, wie man sie nennt, treffen, um dann gegeneinander zu kämpfen. So mittelaltermäßig halt. Deswegen hatte ich jetzt auch mal wieder richtig Bock auf Swords and Sandals. Weil das irgendwie so passt. Man muss sich seinen Charakter ausrüsten mit dem Geld, das man kriegt. Obwohl es das jetzt beim LARP das persönliche Geld ist, das man auch wirklich selber verdient oder von seinen Eltern kriegt oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht das Geld, das man in-game verdient. Damit kann man sich keine Waffen kaufen. Wäre aber cool, wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt. So, 12.500 Gold gerade gekriegt. Und ja, LARP, das ist echt was, das ich auf jeden Fall machen werde. Weil es einfach so geil ist. Ich finde, ich war schon immer so ein Mittelalter-Freak. Schon seitdem ich ganz jung war, habe ich immer so Mittelalter-Musik gehört. Und jetzt werde ich so dazu kommen, dass ich mich da für dieses LARP vorbereiten werde und dann später beim LARP dabei sein werde. Oh! Just outside the weaponsmith, you are approached by an old soldier who offers to teach you a thing or two about defending with your weapon. It's exchange for gold. Do you take him up on his offer or decline, knowing that your defense skills are unmatched already? Ich gebe ihm mal was an Geld und ich kriege einen Defense Point dafür. Bam! Manchmal kommt da nämlich auch sowas, so Crap, so raus. Aber jetzt nicht und das ist auch gut so. So, und ja, was ich beim LARP für einen Charakter spielen werde, ich werde ein... Erstmal werde ich einen Bauern spielen, weil man dafür kaum Geld ausgeben muss, weil man das eigentlich mit dem Zeug machen kann, das man zu Hause rumliegen hat. Und das ist echt geil. Und mit so einem... mit so einem Bauern brauche ich eigentlich nur eine Waffe. Sonst brauche ich da nichts. Defense habe ich jetzt schon einen hoch. Dann mache ich noch Attack einen hoch. Und werde mich jetzt mit einem neuen Schwert ausrüsten. Nämlich mit diesem Schwert hier. Bam. Ja, erstmal pennen. In einer Taverne. Sonst kann man manchmal was verlieren. Das wollen wir ja nicht. Welchen Helm holen wir uns denn? Diesen Helm holen wir uns. Und habe ich noch genug hierfür? Nö. Wie schade. Aber warte. Ich kann mir auf jeden Fall theoretisch noch Boots holen, aber wollen uns ja was Besseres holen? Nee. Ah, nein. Da alles zu teuer hier. Gauntlets. Nee. Geht auch leider nicht. Gauntlets, wo ich gerade darüber nachdenke, in Desktop Dungeons ist das ja was ganz anderes. So, und jetzt neu ausgerüstet. Oh. Ich bin ja noch gar nicht so weit, dass ich kämpfen muss im Tournament. Und trotzdem bin ich jetzt schon so cool ausgerüstet. Ja, dann ist doch gut. Kann ich gleich noch weiter verbessern. Und dann wird es dem Evil Ninja an den Kragen gehen. Seit wann regnet es in der Arena? Gab es das davor schon mal? Kann ich mich nicht dran erinnern. Dass es in der Arena auch geregnet hat. Jetzt sind wir drin und es regnet. Ah, jetzt ist es weg. Ich dachte schon, was soll das denn? Und der leidet jetzt auch. Ja, und Freunde, wenn ihr, falls ihr sogar LARP selber macht, dann würde ich mich echt über eure Tipps freuen, was man so am Anfang da machen kann. Und so weiter. Vielleicht will ich auch nochmal ein extra Video dafür machen. Irgendwie sowas. Oder so. Irgendwie sowas oder so. Genau das werde ich tun.